Insanity, meine Besten, hier ist, wo ich mag. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Let's Play Super Mario Bros. 2 The Lost Levels. In der letzten Folge, und das hier sieht aus wie ein Warpraum, ohne dass das hier ein Warpraum ist, haben wir Welt 8 endlich abgeschlossen und haben Bowser besiegt und haben die Prinzessin gerettet. Und jetzt sind wir dann in einer neuen Welt gelandet, in der Welt 9, und ich komme gerade nicht unter diesen... Oh, man kann die Blöcke gar nicht anstoßen. Das ist gemein. Man kann hier aber mal nicht rauf. Na, hoch, 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 hoch. Okay, es geht scheinbar doch nicht. Zu schade. Aber ja, wir sind also in Welt 9. Im Originalspiel konnte man diese zusätzlichen Welten, denn es ist nicht nur Welt 9, sondern es gibt noch mehr Welten. Die konnte man nur freispielen, wenn man das Spiel mindestens 8 Mal hinter sich gebracht hat. Und ja, man kann sich gut vorstellen, dass die meisten Leute das niemals getan haben. Und ja, hier auf der All-Stars-Version muss man das aber nicht. Da kriegt man das einfach so, auch wenn man es nur einmal durchgespielt hat vorher, in den Hintern geschoben sozusagen. Und wir mögen es natürlich, wenn man uns was in den Hintern schiebt. Und oh mein Gott, es tut mir leid. Ja, deswegen nehmen wir das natürlich gerne an und spielen also weiter in dieser Welt, die tatsächlich eine Wasserwelt zu sein scheint. Und ich muss sagen, ich mag Welt 9. Ich meine, ihr seht, es ist, ganz ehrlich, es ist piss einfach. Gerade im Vergleich zu dem, was vorher war. Gerade wenn man auch an solche Gestalten wie, oder solche Level denkt, wie eben wirklich Welt, ich weiß nicht, Welt 5, 4, also alle möglichen Schlosslevel und so weiter. Oh, verdammt, da müssen wir jetzt ein bisschen... Oh, cool, die kommt da oben gar nicht raus, weil das nicht mehr zu dem Hintergrund zählt, in dem sie ist oder so. Ich weiß es nicht genau. Weil man da oben eigentlich gar nicht hin darf und die Pflanze, die geht da oben hin. Und weil die Pflanze da oben aber nicht hingehen kann, obwohl sie da oben hingeht, was keinen Sinn macht. Deswegen, ne, sieht man sie dann oben nur abgeschnitten. Arme Pflanze, okay. Und wir machen also hier Progress ein Level in einer Minute. Und haben jetzt also ein Level mit einem normalen Bowser-Gegner drin. Wir haben auch schon die Bowser-Musik dabei. Und tatsächlich müssen wir hier mit Lava und sowas rechnen. Und können hier hoch. Machen wir einfach mal. Und sind in einem Bonus-Level, sehr schön. Wer weiß, vielleicht bringt uns das ja tatsächlich irgendwie weiter bis dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Ich meine, gut, Münzen brauchen wir nach wie vor nicht wirklich, aber naja. Ich meine, das Spiel wurde für Leute erstellt, die tatsächlich das Originalspiel Super Mario Bros. 1 gemeistert haben. Insofern, vielleicht gibt es ja, Leute, die tatsächlich was mit diesen Dingern anfangen können. Ich weiß es nicht. Wir haben das Level geschafft. Piss einfach, wie immer. Und ja, ja, was heißt wie immer? Wie in dieser Welt. Wie gesagt, Welt 9, die mochte ich wirklich damals. Ich konnte mich erinnern, dass Welt 9 oder die Welt danach sehr einfach waren. Es war wohl wirklich Welt 9. Und wir haben als Level 4 in Welt 9 nicht mal ein Schloss. Interessant, oder? Das eben war so zu... Okay, das war peinlich. Das war jetzt wirklich peinlich. Das eben war also tatsächlich sozusagen die Welt Nr. 9. Was sage ich? Das eben war also sozusagen das Schlosslevel. Und ich habe das Gefühl, hier wird was geschrieben. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, der Blooper soll bitte nach rechts. Weiter mit dir, weiter mit dir, weiter nach rechts. Wow. Oh, und Feuer aus dem Boden. Im Wasser. Ich weiß nicht, irgendwas steht da geschrieben. Es werden wohl japanische Schriftzeichen sein, die ich nicht lesen kann. Denn wer hätte es gedacht, ich kann kein Japanisch. Tatsächlich nicht. Ich kann es nicht lesen, ich kann es nicht wirklich sprechen. Ich habe halt so diese ein, zwei Phrasen drauf, die man halt hat, wenn man so wie ich so ein bisschen Anime und Manga liest, aber nichts, was man wirklich als Können bezeichnen könnte. Wir sind in Welt A1 und haben also noch ein paar wenige Welten vor uns, und zwar insgesamt so viele, dass wir hier sterben. Insgesamt gibt es jetzt noch die Welten A, B, C und... Fuck, bin ich blöd. A, B, C und D. Und ja, save and continue, würde ich mal sagen. Und wir machen weiter mit 5 vollen Leben. Was mache ich nochmal hier? Wieso habe ich angefangen, das hier zu spielen? Ich kann es doch gar nicht. So. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Oh, stirb. Ein Glück.
Den haben wir getötet und die hier töten wir auch hoffentlich jetzt alle. Cool, hier können wir ordentlich Punkte machen, obwohl Punkte scheißegal sind, weil das hier kein Arcade-Spiel ist. Warum Level-Design? Warum? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt gehen wir einfach mal ganz langsam, schön gemütlich hier spazieren und spazieren in das Vieh rein. Was soll das? Warum gibt es dich? Warum weichst du aus? So, jetzt aber hier dran vorbei, anhalten, hier draufstellen. Nein, warum gibt es euch? Oh Gott, ja. Also Welt 9 war so ein bisschen Hurra und heißer Sound, topster Sound. Jetzt dachte ich, der wäre in dem Panzer drin gewesen. Beziehungsweise ich dachte, ich könnte ihn einfach so treten. Warum kann Mario ihn nicht einfach so treten? Mario, tritt ihn einfach so. Los, probier's mal. Wird sicherlich klappen, wenn du es probierst. Mist, da kommen wir jetzt nicht hoch. Obwohl ich da sehr gern hochgegangen wäre. Kommen wir hier rein? Nein, leider auch nicht. Ah, cool, aber der kommt schon angelaufen. Das ist gut. Das finde ich töfte. Dann können wir jetzt nämlich hier lang. Und der springt auf uns runter, dieser gottverdammte Blödmann. Was soll das? Wieso? Wieso springt er auf uns runter? Lass mich in Ruhe, Level. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach durch. Ich will das Spiel beenden. Ah ja, lass mich durch. Ich will's beenden. Mensch. So, du kommst her bitte und springst da erstmal ordentlich runter. Perfekt. Sehr gut. Und hier lang. Ah, genau so habe ich mir das vorgestellt. Dankeschön. Und ich hoffe mal, wir finden jetzt irgendwo einen Pilz. Das wäre mir sehr, sehr lieb. Denn wenn wir keinen Pilz finden, dann haben wir keinen Pilz gefunden. Und dann sind wir verwundbarer, als wir sein müssten. Und ein Giftpilz, das war ja klar. Come on, Game. Cut me some slack. Okay, das lassen wir auch lieber. Ah. Um Gottes Willen, nein. Und eigentlich sollte ich überhaupt nicht losrennen. Weil losrennen, wie ihr wisst, ist immer schlecht in diesem Spiel. Außer in diesem Fall... Nein! Ah, oh, um Gottes Willen. Jetzt kommen sie echt von allen Seiten hier. Ah, Mann. Und nur weil diese Olle sich irgendwie direkt wieder hat kidnappen lassen oder sowas. Ich weiß es nicht. Warum? Wir haben Peach gerettet. Warum müssen wir noch weitermachen? Warum? Ich verstehe es nicht. Zumal wir theoretisch das Spiel beendet haben. Gottes... Nein! Um Gottes Willen. Lasst mich alle in Ruhe. Ah, ich hasse sowas. Und es geht natürlich wieder von vorne los. Ah, wie ich sowas liebe. Wie ich sowas einfach liebe. Das war jetzt wirklich mal gut. Oh ja, ein Pilz, ein Pilz, ein Pilz. Juhu, ein Pilz. Juhu. Das freut mich gerade wirklich sehr. Und ich hoffe, wir kommen da jetzt gut dran vorbei. Wow, nicht, wenn die Framerate einbricht. Oh nein, wir sind wieder klein. Warum nur? Warum denn nur? Warum denn nur? So, hier kommen wir drüber. Also inzwischen geht das hier alles wieder wesentlich schneller als vorher. Oh, fuck you, Mensch. Ich will hier doch einfach nur ganz normal durch das blöde Level. Mehr will ich gar nicht. Ich will einfach nur ganz normal hier durch. Bisschen Spaß haben dabei. So. Den haben wir auf der Seite. Jetzt können wir da ran und uns zumindest den Pilz holen. Den holen wir uns jetzt, glaube ich, immer. So schwer ist es nicht. Braucht nur ein bisschen Zeit und man darf nicht so blöd sein wie ich hier und sich töten lassen. Und dann kann man den Pilz sogar behalten. Was ziemlich cool ist, weil man dann halt einmal getroffen werden kann. So wie es mir eben passiert ist. Nur, dass man dann halt tatsächlich noch weiter käme, als ich es jetzt gerade tue. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sage, weil dieses Spiel... Ah, dieses Spiel hat mich gerade echt an den Eiern gepackt, das muss ich sagen. Ah, und deswegen will ich es auch beenden. Ich meine, so schön es eigentlich auch ist, so viel Spaß es ja eigentlich auch macht, es ist sehr, sehr... Ah, Double Kill. Es ist auf Dauer halt, irgendwann möchte man ganz gerne mit so einem schweren Spiel auch durch sein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Irgendwann sagt man sich auch mal so, jetzt war schön und alles und es hat auch Spaß gemacht, aber... So nach 8 Welten, ich weiß nicht, sagt man sich auch ganz gerne mal, hey, fertig. Und ja, das kann ich halt noch nicht, weil es hier halt noch diese ganzen Level gibt. Und wow, oh mein Gott, das war gerade genial. Ich möchte mir gerne einmal selber auf die Schulter klopfen, weil ich das einfach richtig, richtig geil von mir fand gerade. So, und kriegen wir vielleicht ein extra Leben? Das wäre ziemlich gut.
Ja, ein extra Leben, sehr gut. Okay, da gehen wir in Zukunft auch immer hoch. Dann haben wir immerhin... Obwohl, eigentlich ist es ja scheißegal, ob man hier ein Leben kriegt oder nicht. Shitte. Ah, nein! Ah, jetzt dachte ich, die Unbesiegbarkeit hält noch an. Aber sie tat es nicht, warum? Ich würde an eurer Stelle übrigens überhaupt nicht versuchen, irgendwelchen Röhren oder so hinterher zu laufen hier. Denn es gibt auch, und das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt, Warp-Röhren, die einen zurückbringen. Das kann so weit gehen, dass man bis zu Welt 1 zurückkommt. Ohne Mist. Und das möchte man dann natürlich nicht speichern, weil man dann natürlich ziemlich im Arsch ist. Ja. Also auch sowas hat dieses Spiel ordentlich drauf, wenn es will. So, und das Extra-Leben abholen. Einfach so, weil ich es kann. Nicht, weil ich es irgendwie jetzt müsste oder so, aber... Ich weiß nicht, irgendwie gibt mir das ein bisschen Befriedigung, zumindest ein Extra-Leben zu bekommen in diesem Spiel und es mir gleich wieder wegnehmen zu lassen. Mann. Level, sei vorbei. Okay, was macht der da gerade? Das finde ich irgendwie cool, aber... Was sollte das? Ich wollte meinen Pilz und jetzt konnte ich da nicht rauf. Nur weil das Spiel meint, es müsste irgendwie rumglitschen, wie blöd. So. Genau, ihr seid da drüben. Wow. Oh, fuck you! Nein! Das Spiel ist so fies. Aber ich will diesen Pilz haben. Das ist mir schon wichtig. Dass wir hier die diversen sinneserweiternden Stoffe, die dieses Spiel uns gibt, auch nutzen. Wow, das war knapp. Alles klar. Pilz geholt und weiter geht es im Programm. Weiter geht es sozusagen im Text, wenn man so will. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt das Level hinter uns bringen. Ich meine, wir waren ja schon kurz vorm Ende. Das habe ich einfach so im Gefühl gehabt, voll im Urin drin gehabt sozusagen. Und ja, nur diese Sprünge sind halt dann wieder extrem brutal gewesen. Leider Gottes. Weg. Und das ging und das ging. Ah, die Steuerung ist leider noch so, ah, die ist so träge. Ich weiß auch nicht. Das lässt sich auch noch ganz schwer beschreiben, wie genau diese Steuerung ist, aber sie ist nicht schön, das kann ich euch versichern. Eine Feuerblume wäre irgendwie was ganz Geiles an dieser Stelle, fände ich. Ja, okay, den kriegen wir leider nicht darunter, glaube ich. Okay, gut, wir sind wieder an der Stelle. Also probieren wir jetzt mal mit Vorsicht vorzugehen. Genau. Und ja! Yes! Nein! Ich dachte gerade. Nee, wir gehen hier rein. Möglich, dass es da hinten was gab. Ich glaube es nicht, weil der Screen nicht weiter nach vorne gegangen ist. Aber wir machen das mal lieber so. Und ja, meine Besten, ihr seht, wir haben es hier mit wieder mit dem Kaliber von zuvor zu tun. Aber haben doch eigentlich ganz gut... Nee, das wollte ich gar nicht. Haben doch eigentlich ganz gut Fortschritt gemacht in dieser Folge. Save and continue. Sind durch eine ganze Welt gekommen und durch ein weiteres Level. Und ja, wenn das so weitergeht, dann wird das hier noch ein langes Let's Play werden. In dem Sinne, meine Besten, ich bin Marc. Ich hoffe, diese Folge von Super Mario Bros. 2 The Lost Levels hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.